Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Ballykeith Single Pot Still Irish Whiskey in Trink- und in Fassstärke. Heute bin ich geschmacklich in Irland bei einer relativ jungen Brennerei, der sogenannten Ballykeith Distillery. Die schreibt sich selbst auf die Fahne Irlands Farmbrennerei, was darauf zurückzuführen ist, dass man in dem hauseigenen Bauernhof produziert, auf drei kupfernen Potstills, die von der Form relativ schlank und hoch sind. Man baut auch die Gerste auf eigenen Feldern an. Ja? Zwei Stile Whisky werden dort produziert. Zum einen wird die Gerste aus eigenem Anbau gemälzt und später als Single Malt Whisky abgefüllt, zum anderen Teil wird die Gerste aber nicht gemälzt und als Single Pot Still Whisky abgefüllt. Und was solche Single Pot Still Whiskys betrifft, habe ich heute eben zwei hier stehen. Das sind so ziemlich die ersten Abfüllungen, die aus der Brennerei Ballykeith auf den Markt kommen. Eine Trink- und eine Fassstärke. Ja, die Whiskys sind tatsächlich noch nicht so populär, was bedeutet, dass tatsächlich dort noch nicht so viel Menge generiert wird und auch abgefüllt wird. Man macht keine Batches aus verschiedenen Fässern, man füllt Single Casks ab. Somit ist diese Trinkstärke ein Einzelfass und die Fassstärke ist ein Einzelfass. Trinkstärke 46 Volumenprozente und die Fassstärke 61,1 Volumenprozente. Das sind Single Pot Still Whiskys, wie gesagt, ungemälzte Gerste, bedeutet einfach, der New Make ist viel Getreide betonte und hat was kernig, leicht trockenes, wohingegen ich so ein Single Malt Whisky New Make als zurückhaltend, was die Malzigkeit betrifft, die Getreidenote empfinde, mit einer leichten Süße, die eben auf das Melzen zurückzuführen ist. Also so empfinde ich das Malt Whisky, zurückhaltende Getreidenote, leichte Süße, Single Pot Still Whisky, intensiv getreidig, kernig, trocken. Ja, Altersangabe steht keine drauf, man kann sich auch rein theoretisch denken, wie alt sie sind. Seit August 2017 wird dort produziert. Ich drehe dieses Video im Juli 2021, bedeutet die Kollegen sind jeweils 3 Jahre alt. Our feels to your glass. Also Flasche relativ unscheinbar, Etikett minimalistisch und schlicht. Ist auch mal nicht verkehrt. Ne? Es kommen so viele fancy Flaschen mit noch fancieren Etiketten auf den Markt. Ich will es nicht pauschalisieren, aber oftmals kaschiert die Ausstattung in gewisser Art und Weise auch einen Geschmack. Deswegen ist es mal was erfrischend anderes, hier so was relativ Schlichtes zu bekommen. Hier stehen ein paar Angaben drauf, die sind auch alle handschriftlich drauf gepackt. Das war das Fass Nummer 10 und das ist die Flasche Nummer 104. Eco-friendly steht noch mit drauf. Non-chill-filtered, kein Farbstoff. So, und die Fassstärke ist Fass Nummer 9, also quasi eins vorher. Und es ist die Flasche Nummer 50, Triple Distilled. So, die Trinkstärke mit 46 Volumenprozenten. Keine Ahnung, was das für Single Casks waren. Ich gehe mal von Ex-Bourbon ganz klassisch aus, aber da werden wir bestimmt was riechen. Ja, helles Gold. Also diese Basis dieses Whiskys, diese ungemälzte Gerste in Relation zu dem geringen Alter und dem milden Fass, war mit Sicherheit ein Ex-Bourbon-Fass, hat man hier schon sehr intensiv dieses kernige Getreide, das leicht trocken rüberkommt. Es ist ein Spritzer Zitrus mit dabei. Der erinnert mich ein Stück weit an Grapefruit. Es ist aber tatsächlich ein Hauch von Eiche da. Und diese Frucht in Kombination mit dem Holz lässt auch in mir so eine Assoziation nach einer etwas reiferen Frucht auftauchen, die ich nicht oft habe. Also der riecht nicht nur nach Grapefruit, der riecht auch ein bisschen nach Banane tatsächlich. Er ist mild, er ist angenehm. Und man muss sagen, für das geringe Alter habe ich jetzt keine Fehlnote, keine alkoholische Schärfe. Der ist angenehm, der ist gut destilliert, der ist gut gereift. Eine leichte Kräuternote ist da noch hinten dran, die so das Gewürz bildet. Also er ist sehr zart, er ist sehr mild, von allem kommt mal so in Anklängen was. Wenn der mal ein bisschen älter wird, kommt das wahrscheinlich alles ein Stück weit intensiver. Aber ich finde ihn smooth. Slunge. Spritzig, boah, Orange, richtig intensive Orange, dann wird es trockener, die Fruchtsäure, aber auch die Süße lassen nach, das Getreide übernimmt, es wird trockener im Mundraum, fast schon im Mundraum, fast schon ein bisschen staubig, Richtung Abgang blitzt eine gewisse Süße auf,
die noch keine Vanille ist. Dafür lag er noch zu kurz in den Fässern. Ich würde eher sagen, das geht so in die Richtung Puderzucker. Und ein Hauch von trockener Eiche. Aber der trinkt sich auch sehr smooth. Also genauso schon, wie er in der Nase war. Mild und leicht. Keine Fehlnote, keine Schärfe. Und dieses Markante an dem Whisky ist halt eben diese kernige, leicht trockene Getreidenote. Und alles andere spielt ihm so ein bisschen zu, ne? Die Zitrusfrucht, ein bisschen die Süße, diese leichte Kräuternote und effektiven Tackeneiche. Ist doch so ein Hauch Vanille. Also Richtung Abgang war es für mich puderzuckrig. Es war einfach noch nicht so intensiv von der Süße, die das Bourbonfass meiner Meinung nach abgegeben hat. Aber jetzt so beim zweiten Mal probieren, im ersten Antritt, ist schon eine Vanille da. Die Orange ist da, ja, eine schöne, reife, saftige Süße, aber auch Säure mit dabei. Und dann lässt das alles relativ schnell nach. Das Getreide übernimmt, es wird trockener, es wird ein bisschen kerniger und ein Hauch von Eiche und der malt das Ganze hinten raus. Aber der trinkt sich für die 3 Jahre echt gut. Schön. So, hier haben wir dann noch die Fassstärke, die hat dann 61,1 Volumenprozente. Fällt ein Ticken dunkler aus. Ein Ticken. Was wahrscheinlich der Tatsache geschuldet ist, dass die Trinkstärke durchs Runterverdünnen mit Wasser halt einfach auch Farbe verloren hat, ne? Aber der kann im Endeffekt ganz anders sein, weil es sind zwei Einzelfässer. Also es ist nicht derselbe Whisky aus demselben Fass. Es sind zwei Einzelfässer, das eine in Trink- und in Fassstärke. Unabhängig davon kann sich der Whisky aber in jedem Fass anders entwickeln, ne? Bin mal gespannt jetzt. 61,1 ist schon mal eine Ansage. Also hier ist der Puderzucker sofort präsent. Man riecht auch den hohen Alkoholgehalt, was klar ist. Niedriges Alter, sehr hohe Fassstärke ist logisch. Hat sowas Kühlendes in der Nase und dieser Hauch von Kräutern, der auch in der Trinkstärke war, der fördert dieses Kühlende. Der riecht fast so ein bisschen nach ätherischen Ölen. Das passt auch ein Stück weit mit der Orange, erinnert mich ein bisschen an Weihnachten. Da gibt es auch diese Gefäße, wo man unten ein Teelicht reinmacht und oben dieses Öl und dann riecht der ganze Raum. Daran erinnert es mich. Aber je länger ich dran rieche, desto tiefer und gesetzter wird diese Fruchtigkeit. Also dieser Hauch Orange Grapefruit, der verfliegt mit der Zeit, kriegt einen roteren Fruchttouch. Riecht so ein bisschen wie wenn man Marmelade einkocht. Und auch hier das Getreide sehr, sehr markant. Also die Basis des Whiskys ist identisch. Das ist wohl Brennereicharakter, den riecht man auch mit Sicherheit nach 3 Jahren noch. Aber hier die Fassstärke, die fördert halt andere Aromen und hier hauptsächlich die Fruchtigkeit und dieses Ätherische. Also ich probiere den erstmal so, wie er ist. Dann mache ich ein paar Tropfen Wasser rein, aber wirklich nur ganz dezent, weil ist ja auch nicht so sinnig, dass man den jetzt runterverdünnt auf 48. Dann kann man ja die Trinkstärke nehmen, ne? Slange. Also diese Orange ist mega. Auch hier Vanille, Puderzucker im Mix. Das ist so ein Mittelding aus beidem. Noch nicht ganz Vanille, aber schon intensiver von der Süße her wie der Puderzucker. Der Alkohol schiebt natürlich extrem. Am Anfang nicht unangenehm, jetzt Richtung Abgang merkt man, es ist noch ein Junge. Aber das ist jetzt nicht dieses klassische Metallische, was man jungen Whiskys nachsagt. Der hat einfach Dampf und könnte man auch ein bisschen auf Ingwer schieben. Und sehr süß. Also der ist deutlich süßer als die Trinkstärke. Das Getreide ist hier definitiv auch da mit seiner Kernigkeit, aber diese Süße von der Orange, die hält sich extrem lange und schiebt bis in den Abgang rein. Auch hier blitzen diese Kräuter leicht auf, ein Hauch von Eiche da, das das Ganze trockener macht. Also der ist durch den Alkoholgehalt einfach komplexer, beziehungsweise es kommt einem so vor. Ich habe jetzt mal ein paar Tropfen Wasser rein. Ich denke mal, ich habe den immer noch auf Mitte 50. Schön. Also da kommt noch mal eine ganz, 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 ganz markante Frucht hinten raus. Ja, ich glaube, das ist die Grapefruit. Aber sehr deutlich, so eine gezuckerte. Ja, jetzt wird er ähnlich zur Trinkstärke. Also man sollte ihn tatsächlich wahrscheinlich wirklich mit 61,1 trinken. Jetzt kommt die Grapefruit deutlich durch. Also er verändert sich jetzt ein Stück weit. Er wird jetzt ähnlicher der Trinkstärke.
mega Orange. Und er hat immer noch Kraft. Also, toll, was da aus der Brennerei kommt, deren Erstlingswerk. Ich fand die Trinkstärke gut, ich fand die Fassstärke sehr gut. Das ist schon mal eine klasse Basis und hat mich angefixt. Die Trinkstärke kostet ungefähr 60 Euro, die Fassstärke etwa 80 Euro. Klar, kann man jetzt sagen, das ist viel Geld für einen dreijährigen Whisky oder für dreijährige Whiskys, das stimmt wohl. Aber das ist ja mittlerweile bei nahezu jeder jungen Brennerei festzustellen. Wenn sie mit ihrem ersten Dreijährigen auf den Markt gehen, dann sind die tendenziell halt einfach ein Ticken teurer, weil da ein gewisser Cashflow generiert werden muss. Man möchte die Produktion ausbauen, man möchte die Fässer auch liegen lassen, dass sie irgendwann ein Alter bekommen, dass man dann auch positiv im Preis weitergeben kann. Und wenn hier wirklich so ein Farmcharakter dahinter steckt, der sehr authentisch ist, ehrliche Whiskys zutage fördert, dann bin ich da auch mal bereit, ein paar Euro mehr auszugeben. Also mir haben sie sehr gut gefallen. Keine alkoholische, markante Fehlnote oder Schärfe oder sonst irgendwas. Gut destilliert, gut gereift. Klar sind sie 3 Jahre alt, sind nicht die komplexesten, aber die zeigen schon mal, wo die Reise hingeht. Also ich könnte mir beispielsweise sehr gut vorstellen, dass man dieser kernigen, leicht trockenen Getreidenote mit einem süßen Starkweinfass entgegenwirkt, so ein PX-Finish für die Zukunft. Das wäre vielleicht mal so eine Anregung von mir, was da ganz gut passen könnte. Ich werde auf jeden Fall Ballykeef weiter im Auge behalten und freue mich, was noch aus dieser irischen Farmdestillerie kommt. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!